Hallo bei Holzwerken TV. In der Redaktion der Zeitschrift Holzwerken bekommen wir täglich viele Fragen herein. Per Telefon, per E-Mail, über die sozialen Medien und über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.holzwerken.net. Und hier bei Holzwerken TV werden wir nun immer wieder solche Leserfragen beantworten. Heute geht's los. Ein Thema ist besonders wichtig und häufig bei den Leserfragen, und das ist die Frage nach der richtigen Holztrocknung. Immer wieder kommt es zu folgender Situation. Ein Leser hat einen schönen Obstbaum im Garten gehabt, der leider aus verschiedenen Gründen entfernt werden muss. Also wird die Pflaume gefällt und dann hat man ein wunderbares Stämmchen dort liegen. Die Frage, die dann immer wieder aufkommt, ist: Kann ich diesen Stamm nicht so, wie er ist, trocknen, natürlich ohne Risse, sodass ich in 3, 4 Jahren daraus etwas Schönes machen kann? Und meine Antwort an dieser Stelle muss leider immer wieder lauten: Das wird nicht funktionieren. Ich erkläre Ihnen gerne, warum das so schwierig ist. Hier habe ich ein Stückchen Pflaume, das lag schon mehrere Jahre im Brennholzstapel und das zeigt diese charakteristischen sternförmigen Risse, die sich leider in dieser Konstellation nicht vermeiden lassen. In jedem Baum haben wir ringförmig als Jahresringe gut sichtbar ein Fasernbündel, was Jahr für Jahr neu angelegt wird, rundherum am Stamm. Diese Fasern bestehen natürlich aus Zellen und in diesen Zellen und Fasern ist sehr viel Wasser eingelagert zum Zeitpunkt des Einschnitts. Wir sprechen da vom freien Wasser zwischen den Zellen und vom gebundenen Wasser in den Zellen. Das kann so sein, dass sogar die Holzmasse, die in einem solchen Stämmchen steckt, zum Beispiel Zellulose oder Lignin, genauso viel wiegt wie das gesamte Wasser. Das heißt, 50% des Stamms sind beim Fällen Wasser und entsprechend natürlich auch ungefähr 50% seines Volumens. Jetzt stelle man sich vor, jede dieser Faser ist kräftig mit Wasser getränkt und dann beginnt der Trocknungsprozess. Gerade hier über die Hirnenden, die wie offene Strohhalme daliegen, verdampft und verdunstet viel Wasser aus dem Holz heraus und zieht auch immer mehr Wasser aus dem Inneren des Stamms nach draußen. Dadurch wird jede einzelne der Fasern magerer und dünner. Und das ist natürlich so, als würde man eine Kette stramm spannen, eine Kette von Fasern. Jede einzelne wird dünner und magerer und soll dann aber noch gleichzeitig immer den Verbund zum Nachbarn halten. Und das geht irgendwann nicht mehr gut. Das beginnt dann leicht hörbar mit einem Knacken und Knistern. Und da beginnen schon sich die ersten kleinen Risse zu bilden. Sie können das auch gerne mal verfolgen, wenn Sie ein Stück Feuerholz nah an die Flammen heranlegen, dann beginnt das Knistern ja auch sofort, wie Sie sicherlich kennen. Und so passiert es, dass dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in dieser gesamten Ringsituation irgendwo der Verbund zwischen zwei Fasern bricht. Und dann beginnt ein solcher Riss, der sich meistens auch sofort schlagartig hier dann ins Innere fortsetzt. Das ist ein unweigerlicher Prozess, den man leider nicht aufhalten kann. Kann man also gar nichts tun, um das Holz irgendwie zu retten? Nun ja, nicht als volles Stämmchen, das geht leider nicht, wie besprochen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo das vielleicht klappen kann, immer ohne Gewähr. Aber bei den allermeisten Stämmchen ist das Mittel der Wahl Spalten. Das Spalten geschieht direkt nach dem Fällen und dann mittels Holzspalter oder Spaltaxt oder auch mit einer richtigen Vorrichtung auf der Bandsäge. Das Spalten verläuft hier natürlich immer mitten durch das Zentrum und dadurch habe ich zwei halbmondförmige Bereiche, in denen die ringförmig angeordneten Fasern dann viel mehr Freiheiten haben, sich so zu verformen. Das heißt, der Volumenverlust kann ausgeglichen werden, indem einfach sich die Form verändert und es ist für die Fasern nicht ein Zwang, sich vom Nachbarn loszureißen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit sehr stark, dass die Rissbildung vermieden wird. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, um dem Holz ein bisschen zu helfen, ohne Risse über die Jahre zu kommen. Dabei gilt es, den Wasserverlust hier über diese Hirnholzbereiche möglichst stark zu verlangsamen. Nicht komplett auszuschließen, aber zu verlangsamen. Und dazu dienen Mittel, die diese Hirnholzbereiche abdecken. Dafür gibt es professionelle Mittelchen wie Anchor Seal oder ähnliche Produkte, aber es reichen auch verschiedene Hausmittel. Eines ist zum Beispiel hier mit einem verdünnten Weißleim drüber zu streichen, vielleicht noch eine alte
Zeitung drüber zu kleben. Das ist ein gangbarer Weg. Gute Malerfarbe oder auch nicht so gute Malerfarbe geht ebenfalls. Einfach den Rest aus dem Eimer hier drauf schmieren. Muss nicht schön aussehen, Hauptsache die Faserköpfe sind verschlossen. Und meine präferierte Variante ist, mit einem Rest von einer Stumpenkerze hier über die Hirnbereiche zu reiben. Die wird natürlich vorher an einer Gasflamme erhitzt und dann kann man hier richtig kräftig drüber reiben, sodass dann auf jeden Fall die Hirnenden versiegelt sind und der Wasseraustausch in diese Richtung sehr stark verlangsamt wird. Und wenn das Holz dann gut präpariert ist, dann kommt es noch auf die richtige Lagerung an. Packen Sie es nicht in den Keller oder in einen geschlossenen Raum, denn dort ist zu wenig Luftaustausch, sodass das Holz sehr schnell anfangen kann zu schimmeln. Lagern Sie es draußen an einem schattigen Plätzchen, wo immer ein leichter Luftzug möglich ist. Das ist der perfekte Lagerort für ein solches gespaltenes Holz. Und dann können Sie nach einigen Jahren auf jeden Fall sich auf ein gutes Stückchen Obstholz freuen, das weitgehend rissfrei gelagert ist. Noch einen letzten Tipp habe ich, damit Sie möglichst viel aus so einem schönen Stämmchen herausholen können. Und der ist folgendermaßen. Schneiden Sie ein solches Stämmchen nicht zu kurz. Denn auch nach den genannten Methoden wird es passieren, dass hier in den Bereichen auf jeden Fall Risse entstehen. Die gehen vielleicht 5 oder 10 cm tief ins Holz. Und diese Bereiche müssen Sie noch souverän abtrennen können, wenn es dann ans Nutzen geht. Und dann sollten Sie einen schön getrockneten und wunderbar nutzbaren Holzvorrat haben. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Das war's mit der ersten Leserfrage hier bei Holzwerken TV. Wenn Sie eine Leserfrage haben, schreiben Sie uns an redaktion@holzwerken.net oder über unsere sozialen Medien. Wir würden uns freuen und vielleicht landet Ihre Frage ja auch hier bei Holzwerken TV. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.